Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineer Staffel 2 mit dem Necro am Start. Hallöle. Jo, das Schiff haben wir jetzt endlich fertig gekriegt wieder, nachdem Necro es wunderbar zerstört hat. Kommt, das sah trotzdem geil aus. Ein Wunder, dass es noch komplett heil geblieben ist. So, Necro macht sich jetzt auf den Weg und holt nochmal Eis. Und dieses andere Zeug. Stahl und Eisen und so haben wir noch, oder? Wieso mache ich das eigentlich so kompliziert? Bin ich doof? Ja, eigentlich Hammer. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass in unserem Asteroiden auch noch Eis drin ist. Hä? Nur? Bodentor? Eis und wenn ich es richtig sehe, ist da noch Uran drin. Okay. Ja, das Eis hier drinnen, würde ich sagen, machen wir zum Schluss mal abbauen. Wenn es Eis ist, ich sehe zumindest so aus wie Eis. Uranium, da hab ich mal richtig gelegen und. Nee, Magnesium ist das. Wow! Was denn? Es sah gerade so aus, als hätte ich mich mit dem Schiff gerade erwischt. Also hier, Nö. wo ich stehe, hier, das schwarze ist Uranium. No? Aber hinten, wo wir in den letzten Folgen waren, da war da auch noch sowas wie ein Quader oder Trinium oder sowas. Das auch definitiv mitbringen. Gut, so wie schnell fliege ich? 30, 40. So, ich werde mich dann nochmal dran setzen und das Schiff hier abflexen. Und in den nächsten Folgen dann, mal gucken wann, werden wir dieses Flex-Schiff nochmal ummodeln. Weil das ist ja doch so ein bisschen wie gewollt und nie gekonnt. Zum Glück habe ich es nie gebaut. Ich auch nie. So, Trägheitsdämpfer aus und Energie aus. Passt. So spare ich Energie. Das steigt nur nie wieder aus. T drücken, T drücken, T drücken. Houston, wir haben ein Problem. Dann ist das Schiff definitiv weg. Obwohl, ich habe ja jetzt, die Türe ist ja jetzt offen hier. Wir können in das Schiff vielleicht noch einen Passagiersitz reinsetzen. Welches in das hier? In dem, wo du gerade drinne bist, klar. So, verbleiben 3 Jahre. Ich glaube, ich muss da mal die Generatoren wieder öffnen. Mir ist auch mal eine Idee gekommen, dass man vielleicht mal ein paar Drohnen bastelt, um die Schiffe zu fixieren. Drohnen? Wie kann man Drohnen basteln? Au! Nur ferngesteuerte Drohnen, klar. Okay, jetzt wurde ich gerade in Dings angeschrieben. Ist egal. Ist mir egal, egal. Ich glaube, das sollten wir vielleicht als nächstes mal in Angriff nehmen. Dass wir da ein paar Drohnen basteln. Klingt interessant. So 4 Stück ungefähr. Mit einem Landing Gear, die dann die Schiffe, die man abflext, halt in Position halten. So. Und ich gleite dabei mal ein bisschen rum. Und wie weit bist du noch entfernt? 35 Kilometer. Clever. Das Schiff lässt sich blöde manövrieren, muss ich sagen. Ja, weil es zu groß und zu klobig ist. Selbst klobige Sachen kriegst du ganz gut manövriert hin. Rein theoretisch für so ein Abflex-Schiff braucht man eigentlich bloß ein paar Förderbänder, einen Container und eben halt die Flexe. Was im Endeffekt. Klein und kompakt, einfach bloß wirklich klein halt.
Ja, nee, bei solchen großen Schiffen, da brauchst du wirklich was Gigantisches. Oh, warte mal, kann man die Drohnen bauen, die eben halt selber Flex dran haben vorne? Ja, aber die musst du dann die ganze Zeit selber steuern. Und Drohnen sollen ja eigentlich clean sein. Und ich erinnere mich bloß an X-Rebirth. Da hast du auch, wenn du hier an einer Station angedockt hast und beziehungsweise hier Waren hin und her geht, siehst du auch ganz viele kleine Drohnen, die da die Waren wirklich hin und her fliegen. So zum Beispiel, dass du eben halt viele kleine Drohnen hast, die dann eben halt das Schiff zerlegen. Wäre eigentlich cool. So wie bei Stargate eben halt die Replikatoren. Jetzt sieht man bei mir im Video auch hier, wie mein Name lautet. Okay. Das hast du sonst nie gesehen. Also, wer mich im Steam adden will, einfach mal das Video pausieren, dort steht der Name. Verlinkt doch gleich dein Steam-Dingens. Nee, mache ich lieber nee, weil wird gemerkt, bei mir steht immer noch, dass ich einen VHC-Ban habe. Und ich wurde ja damals, wo ich noch ein bisschen MW3 gespielt hatte, wurde ja auch gesagt, Negro, du bist ein Cheater. Hab ich irgendwie zurückgeschrieben, na, deine Mutter ist ein Cheater. So was mache ich nie. So was gibt's bei mir nie. Ich habe damals die Cheater auch noch gemeldet, die, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass die was anhaben, ne? Aber jetzt soll ich angeblich, nee, Alter, ich kann das oder so immer noch ausrasten. Ich hoffe ja bloß, dass irgendwann mal ein Gerichtsurteil kommt, dass man Steam-Spiele verkaufen darf. Mach ich mir einfach einen Steam-Account auslecken. Hab die Faxen wieder. Ich verkaufe mir so eben halt dann meine Spiele. So. Nicht T drücken, nicht T drücken. Alter, Energieverbrauch war gerade overpowered, beziehungsweise war bei mir komplett rot gerade. Beim Abbremsen? No. Ja, die Thruster fressen halt mehr als die normalen an Energie. Dafür sehen die cool aus. Ich weiß. Und haben mehr Power. So. Ich glaube, das kleine Schiff, mein Starterschiff, hält das große noch ganz gut fest. So, jetzt bin ich gleich wieder bei 104,4. Energieverbrauch 3,9%. Läuft. Ich darf jetzt bloß nicht so spät abbremsen, nicht, dass ich dann gegen volle Kanne gegen den Asteroiden klatsche. War immer rechtzeitig abbremsen. Naja, ich werde so 1-2 Kilometer vorher abbremsen. Ob das reicht? Ja. Braucht er bloß die den Trägheitsdämpfer anschmeißen, die bremsen so schnell ab, die Teile, das glaubst du gar nicht. Naja. Wenn du rückwärts fliegen willst, ne? Also separat abbremst, dauert das ewig. Ja, deswegen auch der hohe Energieverbrauch auf einmal, wenn du die Dings anschmeißen wirst. Ja. Ich hau jetzt mal gleich die Bremse bei 6 Kilometer an. So, ich hab. Das ist ein Witz jetzt, oder? Was ist los? Willst du wissen, wie viel Meter ich geschafft habe zum Abbremsen? Erzähl. 300 Meter. Ja, rund 220 ungefähr. Bei mir gibt's heute zum Mittag schön Wein. Ich krieg nichts mehr runter seit gestern, ey. Ne, ich hab's meiner Tante versprochen. Hab auch dafür bezahlt. Die
Grillfeier, die wir gestern gemacht haben, ey, die war ja richtig. Oh ja, die war gut, die hat mir gefallen. So. Gleich mal ins Inventar gucken. Kann man die Bohrer unten auch auf 1 einfach legen? Ja, da musst du aber alle dahin legen. Und die dann aktivieren. So. Das Ding dürfte auch bald voll sein. Das Flex-Schiff. Okay, weil bei mir funktionieren die Bohrer gerade irgendwie nicht, oder ich mach was falsch. Wenn du G drückst, ja, no. Alle Blöcke. Ja, no, da habe ich ja die vier. Da hab ich ja die nee, bei Waffen und Werkzeuge. Ah. Ah, gut, da ist er ja. Gut. Oh, ich bin zwar noch nicht da, aber ich muss ja aber erstmal alles vorbereiten. Liquid muss ich heute noch mitnehmen. Ich glaube, kaum, dass es heute rausreicht. Oh. Kommen hier gerade relativ gut voran. Ja, ich bin immer noch nicht da. Es könnte besser sein, aber das liegt am Schiff. Die Ego-Perspektive ist gerade ein bisschen kontraproduktiv. Ich hoffe, diesmal zerlege ich das Schiff nicht. Ja, hoffe ich auch. So, da ist Eis. Das hier, ich habe sogar hier ist sogar noch Eisen. Okay. Erstmal das ganze Eis mitnehmen und dann dieses Trinium. Da war der Autosave. Ja, da war gerade maximal erschreckend. Oh, das Ding bewegt sich. Ich hab's ein bisschen zu sehr angestupselt. Aber das kleine Schiff schafft es, das doch noch etwas abzubremsen. So, von der Station habe ich mich schon nicht groß weiter entfernt, also klappt das ganz gut. Maximal konzentriert der Necro hier. Du und konzentriert? Ja, das denkst du auch nicht gerade so leise war. Also ich habe man kaum von dir. 103.000 Erz. Eis. Das ist gut. Nehmen wir weiter.
So, die Verbinder sind voll. Großer Frachtcontainer. War auch. Okay. Also das Schiff hier muss bald ausgeleert werden. Was auf der Meteorite sind drin hol? Echt? No? Okay. Aber wie geht denn das? Das verstehe ich nicht. Was ist die hol sind? Ne, hat wieder ein Bohrer zerlegt. Hä? No? Oh shit. Und ich war diesmal echt langsam. Also ich habe immer so sekundenweise Schub gegeben. Aber ich habe gerade eine andere Idee. Ich werde jetzt erstmal die anderen Bohrer, werde ich nochmal schnell reparieren. Hat der Maus verrissen oder so? Nee. Ich habe extra noch Alt gedrückt, damit ich sie auch nicht verreise. Ah, okay. Und die anderen drei Bohrer sind alle in Ordnung. Die Lampen hat sie ein bisschen mitgenommen. Oh ja, ist aber ganz schön. Echt? Hm. Also das ist, ich verbrauche kein Material, aber da schweißt relativ lange an den Lampen gerade dran. Okay. So Leute, wir sind am Folgenende angelangt, sogar noch mit ein bisschen Überlänge. Hey, Standard bei uns langsam. Ja, irgendwie, ne? Ja, nee, das macht gerade Spaß. Ja, gerade wenn du hier bei irgendwas dabei bist, ne? Ach, das ist ja nicht so gleich auf die Zeit. Ich werde jetzt das Schiff erstmal gleich kötteln lassen, wenn es hinhaut vom Platz da hinten. Ansonsten muss ich das Schiff ein bisschen umbauen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da, Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.